Ach, scheiße, mein Schlüssel, warte kurz. Das jetzt hat er den Schlüssel für seine eigene Baustelle vergessen. Du rennst wie ein Fuchs. Jungs, bitte. Mir ist gerade ein Missgeschick passiert, das muss ich euch zeigen. Wenn ihr so einen Schlüssel habt, bitte, sagt ihm nicht am Etikett. Bitte. Weil das ist mir gerade passiert in der Garage. Bin ich gelaufen, hat ihn so gehalten. Mach jetzt erstmal die Tür auf, bitte, dann kannst du toll deine Geschichte weiter. Ist mir der Schlüssel runtergefallen. Ja. Das interessiert hier keine Sau. So. Ja, wir befinden uns hier auf der Baustelle. Ja, so machen auch manche. Ne? Ja, toll, dass ihr wieder dabei seid auf unserem YouTube-Kanal. Was haben wir denn heute? Heute haben wir was Tolles vor. Hallo, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen. Ja, Carolus, toll, dass du heute wieder mit dabei bist. Das ist schön. Auch ich freue mich, dass du dabei bist. So, also hier sieht man sehr schön, wie es sehr gelungen ist. Die Arbeit wirklich sehr liebevoll gemacht. Hier die Details könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Guckt es euch an. Wir sehen hier, wie die Steine rangedrückt wurden hier. Und dann mit Mörtel verklebt an den Sturz, wo noch dran war. Könntest du unseren Zuschauern nochmal erklären, warum dieser Schritt in diesem Fall so außerordentlich wichtig war? Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Hier war das Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass der Sturz deutlich höher war als die obere Kante des Fensters, was wir hier eingebaut haben. Oh ja, das ist natürlich schwierig, wenn es dann ans Verputzen geht. Richtig. Wir wollen es äquivalent zu den Fenstern hier machen, dass wir eine schöne Kante dann hier machen und entsprechend mussten wir etwas auffüllen. Wir haben uns für diese Lösung entschieden. Gideon, da muss ich dir mal ein Kompliment machen. Das ist wirklich dir sehr gut gelungen. Danke. Schön, dass du es unseren Zuschauern nochmal so genau erklärt hast. Unsere Zuschauer, das sind wirklich Zuschauer, die wissen, was gut ist, was eine gute Erklärung, eine gute Ausführung, eine diengerechte Abhandlung der Sachen hier, ja, die Produkte werden sinnvoll eingesetzt an der richtigen Stelle. Völlig richtig, sehe ich genauso. Einen kleinen Fauxpas muss ich mir jetzt doch schon auch meine... Ach, Gideon, jetzt hör mal auf! Muss ich auch ganz selbstkritisch mal zugeben. Hier, diese Aufkleber bitte sofort nach der Montage entfernen. Das habe ich jetzt, haben wir im Eifer des Gefechts. Ach Mensch, das hättest du doch wirklich noch... jetzt muss ich dann war schon Feierabend, dann hatten wir nicht mehr dran gedacht. Ach, es möge uns vergeben werden. Ich sag mal so, Asche auf mein Haupt, aber das holen wir gleich nach. Holen wir es gleich nach. Ja, so kann man eigentlich auch sein, ne? Würde auch gehen. So sind wir aber nicht. Ja, wollen wir denn jetzt hier... Ja, jetzt weiter doch mal dein Lattenamt hier. So. Hier. Willst du vorher noch einen Klangtest machen? Ja, also was man für schöne Ergebnisse mit auch so Restholz noch erzielen kann. Ne? In so Restaurants nimmt man ja so Birkenstämme dann. Ne? Das könnte ein Restaurant sein. Hier drin wird die Speise zubereitet und dort draußen kann dann, sag ich mal, diniert werden. Mhm. So, wir stellen jetzt erstmal hier hin. Ja, wir haben den ersten Eindruck, wie es gleich aussehen. Vorsichtig, fällt dir die Scheiße gleich runter. Gideon hatte keine lange Latte, deswegen mussten wir die verlängern. Das ist wirklich unmöglich, mit was für Anfeindung ich hier mich täglich. Ganz so flex. Ah, nee, das war ja. Ach nee, das war ja. So. Ah ja, guck mal, da schau her. Ob das jetzt lange hält, weiß ich nicht. Wieso? Ja, du hast ja die Stützen weggenommen. Ich dachte eigentlich, die bleiben für immer. Oh, guck doch, schön. Ah ja, schön. Jetzt hat man sogar noch die Gelegenheit, hier oben die Anker noch festzuschrauben. Das haben wir bis jetzt. Das machen wir nicht. In Seiten. Das machen wir jetzt nächste Woche, sonst klöttern die ab. Aber denn dann? Du kannst aber die Schienen, also wir müssen ja auf jeden Fall die Seitenschienen, ob wir die Oberschiene auch gleich mitmachen müssen. Oberschiene. Ja, ist das. Ob wir die Zitrone da oben gleich mitmachen? Dann machen wir jetzt hier diese Seitenschienen an. Und dazu brauchen wir üppig von diesem Zeugs. So, jetzt sehen wir hier, wie der Monteur die Stauboberfläche sozusagen einmal abträgt mit dem Wasser, dass da alles gut haftet. Ja. Hier sehen wir, wie der Monteur sich exakt konzentriert auf seine Arbeit.
Bitte während des Sprühens den Sprüher nicht ansprechen. Das könnte zu Unfallgefahr führen. Na gut, das ist jetzt Vorsicht, der Schaum zieht Wasser, ne? Frag Uwe. Stimmt nicht. Hat Uwe auch nicht gesagt. Das sagen nur die Leute im Internet. Das ist eine Verschwörungstheorie mit dem Schaum. Das ist ein Hater. Bitte, fact-check das mal bitte vom Korrektiv mit dem Schaum. Weil das stimmt doch nicht. Das sind wirklich wichtige Fragen der Gesellschaft. Ob ein Schaum Wasser zieht oder nicht. Der Karl Xander, der zieht Wasser. Guck es dir an. So, jetzt brauchen wir eine Rot-Weiß-Mischung und ich schneide dann schon mal die Schienenauflänge. Sind wir wieder im Extremklöppelbereich. So, jetzt machen wir hier sauber und ordentlich die Schienen dran. Haben wir ja schon mehrfach erklärt, warum wir da das gerne machen. Es bietet halt nicht nur den Vorteil, dass man das, dass das nachher gerade ist. Es ist auch, dass du einfacher arbeiten kannst. Wenn du dann mörtelst, kannst du drauf abziehen. Wenn du dann spachtelst, ja. Mhm. Und die Ecke kann dir nicht wegbrechen. Ja. Wir sprechen hier vom Stahlverzinkt. Ja. Ja, und der kostenmäßig hält sich ja auch einigermaßen in Grenzen. Ja, zahlst du 2 Euro hier für so eine Ecke. Meine Güte, 2, 4, 6. Das Fenster hat ja 600. Die Ecken kosten nochmal 6 Euro, ja. Wenn es dann sauber und ordentlich ist. Und so können halt auch Amateure wie wir die Ecken gerade hinkriegen. Und oft besser als der Profi, ja? Bist du im Amateurfilm tätig? Hä? Wie kommst du denn darauf? Bin ich so sexy? Ja. Nee, bin ich nicht. Kann ich ganz klar sagen, nein. Und ich finde das im Übrigen eine Frechheit. Das war's. Wo reden die? Die Leute Franken. Ich war für den Gleisbau tätig. Ja. Das heißt, es ist eine verwandte Arbeit. Ja, auch da muss man Schienen legen. Oh, da muss ich sagen, nee, Wahnsinn. Wahnsinn, Respekt. Diese Witze, die Respekt. Sind wirklich von allerhöchster Qualität. Hier nur beim Baubros zu finden. Wenn ihr mal so richtig lachen wollt, dann abonniert die Baubros. Unsere Witze sind immer im absoluten Profibereich. Ja, wir nehmen ja hier den billigen Haftputz. Ne? Manche machen dann mit so teurem Elektriker gibt's, das machen wir nicht mehr. Ne? Ja, haben wir am Anfang gemacht, bringt nichts. Ja, es bringt nichts, das ist teurer. Auch, es bringt nichts. Lieber den billigen Rot-Weiß-Spachtel, also den normalen Gipsspachtel, den nicht oberfeinen Flängenspachtel, sondern den für 10 Euro 40 Kilo. 30. 30 Kilo, 30 Euro 40 Kilo. Nee. Also unter 10 Euro 30 Kilo kann man machen. Ja, und das Material, das dauert 1-2 Stunden, bis es hart ist. Das heißt, man kann am selben Tag hier nochmal verputzen, wenn man will. Wir rühren das immer so ein bisschen dicker an, ne? Dass er das auch hält. Zu dünn. Ah, das könnte schon fast. Nee, das geht noch gut. Ja. So, ich habe meinen Winkel. So, pass auf. Hier mache ich das dann immer so für alle, die den Scheiß hier nachmachen wollen. Weil es gibt viele, die Baubros kopieren wollen, aber keiner reicht. Als Original kommt dann doch keiner ran. Ne? Also, ich gehe mit meinem Winkel hier auf den Fensterrahmen und gehe dann, sag ich mal, circa 5 mm runter. Und dann markere ich mir die Stelle hier an und bis dahin muss die Schiene erstmal sein, weil hier auf die Höhe kommt nachher die andere. Und ich gehe immer ein bisschen hier so, sag ich mal, bis da über den Fensterrahmen rüber mit der Schiene dann hier so raus, ja? So. Und genauso machen wir es hier. Das heißt, ich gehe im senkrechten Bereich dann auch mit der Schiene so weit raus. Da muss sie hin. Da muss er hin. Siehst du das? So, dass ich dann noch auf dem Fenster bin und nicht nachher da so eine Lücke habe am Fenster. Man könnte auch bündig machen, ist egal. Aber ich mache es jetzt so und es hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Ja, das gucke ich dann so mit dem Ding. Das halte ich dann nochmal dran. Ach so, okay. Das und unten ich, auch. Ja, unten halte ich das auch dran. So, jetzt kannst du das Handes walten und hier überall die dicken Kleckse drauf machen. Mach mir mal bitte mindestens 5 Kleckser. Einen in der Mitte und dann 2 oben, 2 unten. Kleckspenner. Brauchst du den Stuhl? Nee. Mhm. Du? Jetzt sehen wir hier, wie der Klecksmondeur seines Amtes waltet. Da hat er schon einen Dreh raus. Ne?
Man muss die erste Schicht richtig randrücken. Und die zweite kann man nur so ranbacken, dass sie so raussteht, damit du da so ein bisschen... Da kommen ja die Schienen drauf. Ne? Da kannst du ihn reindrücken. Toll. Du bist da ja richtig affin. Wenn ich jetzt hier seine Markierung übernügel, dann ist er wieder sauer. Richtig. Da muss man dann auch drauf achten. Ne? Zu Recht. Mensch, das hast du ja schön angemischt. Ja. Ja, es muss schon viel drauf, damit man das dann das schön durch die Rippen da durchquetscht. Ja, richtig, genau. Stimmt, da muss gar nicht so viel drauf. Ne? Das müssen wir gleich mal sehen, dass wir es etwas schief hinkriegen. Ja, okay, ich bin ein bisschen... Das macht nichts. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, wo die Kamera lief, du, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich sonst nicht so auf der Baustelle, dass da einer filmt. Hast du ein bisschen Lampenfieber gehabt? Ja, mein. Und bin ich jetzt da drin? Kann man mich jetzt da sehen? Auf YouTube? Ja. Ja. Achso. Das ist Wahnsinn, die Technik heute, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, so. Ja, jetzt soll ich hier. Ich soll das jetzt dann damit perfekt hin. Das gibt's doch nicht. Ja, also ich gehe jetzt hier oben an meine Markierung, circa. Und, ach so, ne, da sind wir ja ganz falsch, so. Überall leicht eindrücken in diesen Matsch. Ja? Ja, damit er hält. Ja, hält. Jetzt gucke ich hier mit meinem Winkel, dass wir an der richtigen Abstandsstelle sind und wer hätte es gedacht? Ist genau richtig. Perfekt. Hier nicht, hier müssen wir weiter raus. Das Problem ist hier natürlich, oder weiß ich nicht, dass bisschen was tricky ist an dieser Sache, oder wie soll man sagen, dass das jetzt eine sehr lange Leibung ist, ja. Bedeutet, man muss natürlich auf der ganzen Länge irgendwie zu was kommen. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Bis unten habe ich ja, ach, so lang ist der, wenn mich verschätzt, scheiße. Ich hätte ja unten noch einen machen können. Mhm. Das geht. Weil nachher an der langen Leibung kann man ja leichter sehen, ob man jetzt schief geworden ist oder nicht. Ne? Ja, eigentlich müsste er da hin. Ne? So, jetzt gib mir mal bitte die Kelle. Eigentlich echt gut. Aber jetzt muss man ja in zwei Richtungen peilen. Das heißt, ich muss ja auch hier gucken, dass ich jedenfalls, sag ich mal, wenn du einen Millimeter weiter raus bist, dann kannst du ja noch Spachtel auftragen, das ist ja nicht das Problem. Aber man sollte natürlich schon sehen, dass die Schiene nicht völlig übers Ziel hinausschießt jetzt, ne? Nach da. Mhm. Du willst ja schon sehen, dass es auch irgendwo ein bisschen mit der Wand jetzt koaliert. Fachtermini, wie du die hier einsetzt, also das ist wirklich beeindruckend. Das beachte ich. Ja. Ja. Und da muss man jetzt, sag ich mal, binär arbeiten. Einmal hier außen. Einmal sagen auch digital. Oder Stereo. Da musst du Stereo peilen. Du musst einmal hier in der Wand lang peilen, dass das mit der Schiene passt. Und dann musst du hier am Rähmen. Das ist aber eine tolle. Das ist schon toll, wie ich das jetzt hier habe. Also ich will jetzt, um Gottes Willen. Kein Selbstlob, aber das ist schon, das habe ich schon echt gut hingekriegt. Wobei ich sagen muss, jetzt hier ist ein bisschen scheiße. Nee, jetzt passt. Ah ja, hier ein bisschen weg, da ein bisschen hin. So muss ich hier dem Monteur selbst helfen am Ende. Ne? Wenn bei den Vorarbeiten geschlampert wird, muss der Monteur sich zu helfen wissen. Und jetzt streiche ich das hier so ein bisschen glatt. Hä? Und damit kann man auch noch so ein bisschen beeinflussen, wo die Schiene hin, wo das Ganze hingeht, ne? In welche Richtung. Und ich streiche das auch glatt, damit nachher nichts rausguckt hier. Sonst ist es ja schwierig anzuputzen. Da sollte nicht groß rausgucken, der ganze Quatsch. Logisch. Logico.
Das ist schon echt gut. Ach, jetzt ist er uns abgerutscht. So ein Zentimeter zu tief, so ein Scheiß. Eigentlich müssen wir da was unterlegen. Kannst du mal so einen weißen Stein da hochkant unterlegen? Fehleroptik. Raus aus dem Haus heißt doch weg. Man kann natürlich, wenn man jetzt nochmal sicher gehen will, auch nochmal nachmessen. Aber wenn das so passt und mit der Wand passt, was willst du da noch messen? Selbst wenn die Wand unten dicker ist als oben, weil die Leute scheiße angeputzt haben. Willst du dann das irgendwie ändern? Du willst doch hier nicht großflächig noch Metal, das ist scheiße aufgeladen. So, ich peile jetzt, ich gucke, ah, okay, da ist eine Rille. Und dann gucke ich nach oben, da ist auch eine Rille. Perfekt, so kann er bleiben. Session. So viel zum Schienenersatzverkehr. Ja. Geil, das wird doch geil. Toll gemacht und schöner Pullover. Ich sag schöner Pullover. Was hat das denn mit dieser Schiene zu tun jetzt? Ich habe jetzt hier dieses hochwertige Werkzeug. Ach, das ist eine tolle Filmkulisse dahinter auch. Ne? Mhm. Das nutze ich, um diese Schiene auf die Länge zu schneiden. Ja? Manche machen das ja auch mit einer dünnen Flexscheibe, ne? Ich bin aber ein Fuchs. 2 Monate alt oder 4? Normal. Ach so. Ein normaler Fuchs ist, ein ausgewachsener, schlauer Fuchs ist doch besser wie ein Fuchswelpe. Das muss der mal so sehen. Ja, der kann ich mehr. Ich würde aber das jetzt hier an der richtigen Stelle abschneiden. Aber woher weiß ich das? Aha, wir haben ja schon einen gemacht, den habe ich mir ja gemessen. Den kann ich, weil die ja im Auslieferungszustand alle die gleiche Größe haben. Guck mal, dann kann man die einmal so einschneiden. Einmal so und dann kannst du es so machen. Das ist eigentlich so das Fach. Das Fachpersonal arbeitet auf dem Niveau. Und das ist schon wirklich ein Niveau. Wahnsinn. Halt. Und jetzt haben wir hier genau die gleiche Höhe. Sehr schön. Das ist natürlich schwieriger dann, ne? Guck mal, die hängt ja in der Luft. Ja, ich kann noch ein bisschen weiter, kann ich reingehen. Stell mal noch Material, ich kann noch was. Ja, da oben muss dann gleich noch was hin. Ich peile jetzt immer so, dass ich genau das dahinter habe. Das Ganze so aussieht wie oben. Peile dann nur so lang mit einem Auge. Du kannst ja besser peilen als mit zwei, ne? Mit dem zweiten sieht man oft schlechter in diesem Fall. Ist ja auch in Realität so. Hier hast du echt gut draufgeknallt. Bedeutet, das würde ich jetzt mal nach oben verfrachten. Messen, du kannst dich dumm und dämlich messen. Das ist eine Augenarbeit. Da musst du ein Auge haben. Sonst brauchst du für die Arbeit vom Chef schon mal nicht eingestellt werden. Der macht Auge. Ich mach Auge halt ab. Mach doch kein Auge, Junge. Lass mal jetzt mein Auge jetzt. Ich mach Auge auf deine Leibung, Alter. Es spiegelt, man sieht gar nichts. Also nicht viel, man hat nur so einen Hampelmann gesehen. Man hat sich wohl gespiegelt, wenn du da einen Hampelmann gesehen hast. Gar nicht schlecht, ja, klar, das ist natürlich. Ja, jetzt gucke ich natürlich, dass ich das so ein bisschen in diese Lamellen. Ach, scheiße. Einstreiche. Ich würde sagen, das ist jetzt perfekt ausgerichtet. Da bist du nur am Hin- und Her-Latschern hier. Du kannst ja lieber ein bisschen weiter raus sein, das heißt, die Leibung wird dann ein Tick dicker, wenn du noch spachteln willst, weil es ist wirklich so, dass da oben ist so, die Wand ist verputzt, ist wie... Jetzt hat sie ihn. So müssten wir ihn eigentlich haben, ja. Wer ist hier angeschissen? Na du! Ja, ich mach's jetzt zum Beispiel so, ich peile mit einem Auge oben, dass die Ecke genau mit hinten mit der Fensterkante, ist ja egal, ob das nachher so verputzt wird oder nicht,
dass da oben gucke ich mit einem Auge, ah, okay, bin ich mit der Ecke vom Fenster genau vor der Ecke von der Ecke-Schiene. Und dann bewege ich mein Auge nur runter, mache ich Auge unten. Und dann muss es da genauso sein. Und das ist meistens plus minus 1 mm sind die Leibungen normalerweise. Ich kontrolliere das nicht, aber ich schätze mal, die sind 100% doch. Gut, hier konnten wir jetzt nicht. Wir waren hier behindert durch diese Latten. Ja, irgendwie warst du da behindert. Ja. Durch deine Latte warst du irgendwie behindert. Das gibt's ja. Der war ja geil. Geiler Mitfall, ey. Du, richtig geil. So, ich messe mir das jetzt einmal auf. Guck mal, da lassen wir den Tick überstehen. Ja, 1,60 auf dem Cent, auf dem Millimeter bitte. Machen wir mal einen 1,60er fertig. So, jetzt machen wir den 1,60er und eben sauber pünktlich fertig. Wenn du so ein altes Kackhaus hast wie du jetzt. Ja, ich habe es jetzt so aufgelegt auf die anderen Schienen, die ja unten fest sind. Und jetzt machen wir es einfach so. Das würde sich ein bisschen anschmankern. Achso, das ist eine andere Technik. Ja, weil so kann man es machen. Also, ja, ich kann doch nicht loslassen. Ich kann nicht mal loslassen. Ich denke mal, wir müssen gleich noch ein bisschen raus. Aber das können wir dann ja gut von unten peilen. Du willst ja dann alles ganz toll haben bei deinem Gammelhaus. Weißt du, erst ein Gammelhaus kaufen und dann alles ganz gerade haben wollen. Also wie man hier zur Sau gemacht wird, ist wirklich sondergleichen. Jetzt müssen die natürlich in den Ecken genau übereinander passen. Hängt eigentlich nicht durch. Das peilen wir nochmal von unten. Die Schiene ist jetzt gerade, aber oben ist verschieden verputzt, weißt du, irgendwann kann mich das Ganze auch mal am Arsch lecken. Guck mal, wie dick hier Putz drauf ist und hier nicht. Das ist halt so, was soll ich machen? Da ist hier kaum Putz drauf. Und in den Ecken passt es auch mit dem Putz, aber hier ist zu viel Putz drauf, weil hier hatten die ja auch den, da ist ja kein Mauer, weißt du, das lassen wir so fertig. Einmal noch Kehle, Kehle. Einmal noch Kelleck. Cool war mit Kelleck. Eine 15 bei Blackjack. Einmal noch Kelleck. Ja, kannst so kannst du da überhaupt jetzt aufs Fenster peilen von der Höhe oder brauchst ja, du noch was? Ja, der ist ja rechts und links. Der ist perfekt. Der ist ja rechts und links gerade. Mhm. Und weil die jetzt nicht so lang ist, ist sie auch nicht wabbelig. Mhm. Also so bei 1,50 Meter, 1,60 Meter sind die ja noch nicht wabbelig. Die können eigentlich nicht in der Mitte anders sein als rechts und links. Wenn du die aus Kunststoff hast, das ist, da ist es gammeliger, das ist anders. So Leute, das war das Schienenvideo. Morgen sind wir wieder für euch da. Abonnieren nicht vergessen. Eure Baubros. Ja, wir halten hier die Stellung für euch. Und die Klingel bitte drücken. Ja. Tut mir bitte, 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 bitte den Gefallen und aktiviert den Kanal und klickt die Klingel. Kleiner Crashkurs, da ist ein roter Banner, da steht Abonnieren. Bitte da drauf drücken. Bitte nicht deabonnieren. Das wollen wir nicht. Da hat einer beim letzten Video, das habe ich gesehen, hat da ging der Abo-Balken runter. Er hat nicht geklickt. Er hat sogar weggeklickt beim Video. Mit eurem Handy oder ne, Tamagotchi oder wie ihr das hier guckt, weiß ich ja nicht. iPod-Handy, das meine ich, genau. Guckt auch in der Videobeschreibung, da haben wir sehr wertvolle Hinweise und Tipps. Gideon hat da was zusammengestellt. Überhaupt nicht. Nee, aber da könnt ihr die, alle Folgen gibt es in der Playlist. Wir haben ja schon 70, 80, 100.000 Folgen. Die sind ja alle richtig geil. Das stimmt, muss ich auch sagen. Hast du die alle nochmal angeguckt neulich? Mhm. Also, bis morgen.